Meine Damen und Herren, bitte das Fotografieren einzustellen. Werte Kolleginnen und Kollegen, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, darf ich Sie bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir zum Beginn unserer Tagung an zwei frühere Mitglieder des Hessischen Landtags zu erinnern. Sie sind kürzlich verstorben und ich werde über sie hier reden. Am 14. Mai ist unsere frühe Kollegin Frau Christel Hoffmann im Alter von 69 Jahren verstorben. Christel Hoffmann wurde am 19. März 1949 in Kirberg geboren. Die studierte Diplombiologin legte im Jahre 1975 das zweite Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab. Fortan war sie als Studienrätin für Biologie und Chemie tätig. Im Jahre 1989 zog sie in den Hessischen Landtag ein, dem sie bis ins Jahr 2008 als Abgeordnete angehörte. In den Jahren 1991 bis 1999 und von 2001 bis 2003 war sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Sie gehörte unter anderem dem Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten an, zeitweise auch als dessen Vorsitzende. Sie war Fachsprecherin ihrer Fraktion in diesem Bereich. Und auch im Kulturpolitischen Ausschuss unter anderem wirkte sie engagiert mit. 1978 wurde Christel Hoffmann Mitglied der SPD und stand dem SPD-Ortsverein Österreich-Winkel von 1979 bis 1993 vor. Christel Hoffmann war Mitglied der 11. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten. Bis kurz vor ihrem Tod engagierte sie sich in der Kommunalpolitik von 1981 bis 2001 und von 2006 bis 2016 war sie insgesamt 30 Jahre lang Stadtverordnete in Österreich-Winkel. Und bis vor einem halben Jahr gehörte sie dem Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises an, in dem sie seit 2001 Mitglied war. 2012 wurden Christel Hoffmann für ihre Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Kollegin Hoffmann war verheiratet und hatte drei Kinder. Unsere Altteilnahme gilt ihren Angehörigen. Wir trauern mit ihnen. Am vorgestrigen Sonntag, dem 20. Mai, ist unser ehemaliger Kollege Manfred Schaub plötzlich und völlig unerwartet verstorben. Sein Tod hat uns alle völlig unerwartet getroffen und gemeinsam trauern wir um Manni Schaub. Ich möchte in Erinnerung an seinen Lebensweg einige Lebensdaten benennen. Am 13. Oktober 1957 wurde Manni Schaub in Altenbauna geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Verwaltungsbeamten bei der Stadt Baunatal. In der Stadtverwaltung war er von 1978 bis 1991 als Pressesprecher, Bürgerbeauftragter, Abteilungs- und Amtsleiter tätig, ehe er im Jahre 1991 persönlicher Referent des Hessischen Ministers des Innern wurde. Im Jahre 1995 wurde Manfred Schaub Mitglied des Hessischen Landtages. Er gehörte dem Präsidium unseres Hauses an und war vom 5. April 1999 bis zum 11. Februar 2003 parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion. 2005 wurde Manfred Schaub zum Bürgermeister seiner Heimatstadt Baunatal gewählt und übte dieses Amt danach 13 Jahre lang aus. Mitglied der Sozialdemokratischen Partei wurde er 1976. Er stand im SPD-Unterbezirk Kassel-Land seit 1993 vor und war seit 1995 Mitglied im Landesvorstand der SPD in Hessen. Und seit 2001 war er der Vorsitzende des SPD-Bezirks Hessen-Nord und stellvertretender Vorsitzender der SPD in Hessen. Dem Bundesvorstand der SPD gehört er seit 2007 viele Jahre an, dem Kreistag des Kreises Kassel. Dort war er Mitglied in den Jahren 1997 bis 1999 und erwartet Vorsitzender der
Kreistagsfraktion. In der 12. und 13. Bundesversammlung in den Jahren 2003 bis 2014 war er Mitglied. Wir trauern auch um einen Sportfreund. Denn neben der Politik galt seine Leidenschaft im Sport. Er war aktiver Fußballer, anerkannter Fußballtrainer mit bundesweiter Reputation und auch bewährter und wichtiger Teil unserer Landtagself. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verlieren mit Manfred Schaub einen von allen sehr geschätzten Kollegen und Kommunalpolitiker. Sein Handeln war geprägt von Kompetenz und von großer Fairness. So hat er sich einen guten Ruf auf allen Seiten des politischen Spektrums, im Landtag und in unserem Bundesland erworben. Wir sind tief betroffen. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie. Wir stehen in großer Trauer an ihrer Seite. Vielen Dank, dass Sie sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben haben. Meine Damen und Herren, ich unterbreche kurz die Sitzung.